Ja, und wo wir bei den Touren sind, wissen Sie, was die kleine Schwester der Expedition Deutschland ist? Ist eine Stadtrundfahrt, könnte man sagen, oder? Ja. Und meist findet die ja in einem Bus statt oder in Hafenstädten wie Hamburg. Gerne auch mal per Schiff. Doch nicht. Das hier ist kein Schiff, das ist ein schwimmender Bus. Und warum nicht gleich mal die Kombi Bus und Schiff in einem? Denn aus der Ferne sieht das noch so aus, aber hier, das ist kein normales Schiff, das ist ein Amphibienbus. Der erste, den es in Deutschland gibt. Und damit können Besucher künftig eine Stadtkreuzfahrt machen. Er soll die neue Touristenattraktion in Hamburg werden, der Amphibienbus. Die erste Stadt-Land-Fluss-Rundfahrt in Deutschland, gesteuert vom Chef, der seit 20 Jahren zur See fährt. Ich hoffe, für die Fahrgäste ist es dann schon so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. 4 Jahre Vorbereitung waren nötig, Entwicklung und Bau, Genehmigungen, Schiffs- und Bus-TÜV. Sicherheit schreibt der Besitzer groß. Das ist in der Tat spezial gehärtetes Glas, also etwas dickwandiger als normal das der Fall wäre. Und wir kennen ja Verbundglas von Fahrzeugen, also das kann zwar kaputt gehen, aber es fällt nicht in alle Einzelteile. Wir haben hier hinten 2 Jetantriebe, die von jeweils eigenen Motoren angetrieben sind. 2 völlig unabhängige Antriebsstränge, die, wenn dann mal einer ausfallen sollte, auch alleine in der Lage sind, das Fahrzeug komplett zu bewegen. Zwischen Speicherstadt und Hafencity ist Start und Ziel der feuchten Stadtrundfahrt. 28 Euro kostet die knapp 1,5-stündige Tour. 36 Passagiere passen an Bord. Über Buskapitän Fiete hängt moderne und klassische Technik. Gutes Schiff hat auch eine Glocke. Ne? Glocken werden auf Schiffen benutzt, um Schallsignale zu geben, insbesondere bei Nebel. So gesehen ist es für uns eigentlich Staffage, denn im Nebel fahren wir nicht. Zunächst geht es auf der Straße durch die Hafencity mit Tourguide an Bord. Maximal 65 Stundenkilometer fährt der Flussbus auf 4 Rädern. Auf einer speziellen Rampe rollt die Stadtrundfahrt dann in die Elbe. Die Wasserung ist der Moment, wo es bei den meisten Passagieren ein wenig kribbelt. Ich war sehr gespannt, wie es da aufprallt, aber es war wirklich ganz sanft und Angst zu keiner Zeit. Alle Scheiben sind dicht, es funktioniert. Man fühlt sich, wie wenn man selber zum Schwimmen geht. Und jetzt ja, eigentlich wie im Schiff, wie wenn man im Schiff sitzen würde. Maximal 7 Knoten macht der Schwimmbus im Wasser. Er liegt so ruhig, dass die Fahrgäste fast vergessen, worin sie sitzen. Muss man mal ausprobieren und ich kann das jedem raten, auch mal mitzumachen, weil das ist schon ein Abenteuer. Macht Spaß auf jeden Fall, ist auch echt angenehm, schaukelt nicht so viel, ist auch ziemlich aufregend alles. Mehr als 1 Million Euro haben die Betreiber in ihren abgefahrenen Schwimmbus gesteckt. Jetzt hoffen sie, dass die Stadtkreuzfahrt bei Hamburgern und Touristen gut angenommen wird. Also hat auf jeden Fall Potenzial, würde ich sagen.